Die Tanki 76 ist jetzt auch der Klarlack drauf, ist auch noch nicht fertig gestimmt. Da habe ich erstmals so einen Marmorlack jetzt ausprobiert. Schimmert noch die Silberfläche durch. Und ja, die sieht ziemlich edel aus irgendwie. Ja, das verschwindet nachher noch der Ton, wenn sie fertig gestimmt ist. Aber interessant, wie sie sich so schon anhören. Die andere Seite. Das Quarzen, Knarzen verschwindet noch und es hört sich, der Ton hält länger, wenn sie dann nachher gestimmt ist. Ja, auch hier, die kommt zum Beispiel in den Shop und ist zu haben für 285 Euro plus Versand. Wenn man noch Klöppel haben will und ich habe noch jetzt extra Kartons anfertigen lassen. Tanki-Tongs. Aber da mache ich nochmal ein extra Video zu, wo man eine Aufbewahrungs- und eine Transportmöglichkeit hat. Aber wer Interesse hat, E-Mail-Adresse steht unten drunter und ihr findet mich unter www.stephanstankis.de. Bye!